So, bevor ich jetzt ins Spiel reintappe, muss ich erstmal schnell was googeln. Wie sieht das Wetter aus? Nur dunkel, okay. Schon wieder so duster bei dir? Es ziehen richtig graue Wolken zusammen. Und das ist. Ja, es sieht auf jeden Fall seltsam aus. Ist der Pico denn noch da? Also, wenn ich jetzt aufnehmen würde. Weiß ich nicht, ja. Wenn ich jetzt aufnehmen würde, hätte ich den Beweis dafür, dass dieses Spiel verbuggt ist. Ich habe jetzt einfach mal reconnected, jetzt ist die Tür offen. Ja. Warum steht da eine 1? Das will ich wissen. Sag mal, ich habe doch genügend Credits. Oder? 500.000. Was kostet mich das? 175.000 kaufen. Das kostet mich 494.000. Oh, leck mich doch am Arsch. Boah, nö. Alles klar. So, was wollte ich denn jetzt machen? Die nächste Aufgabe. Okay, halt die Klappe. Ich habe ja, bevor ich angefangen habe zu streamen, wieder einen wundervollen Anruf bekommen. Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. Nein, mal lasst raten, wer mich schon wieder angerufen hat. Das dritte Mal. Ja, das dritte Mal in dieser Woche. Und ich sehe so Latze. Ja, es ging mal wieder um meinen Ältesten. Der und ein Freund wurden erwischt, wie sie im Hort bei anderen Kindern aus dem Ranzen Sachen klauen. Wie sie andere Kinder erpressen. Und ja, meiner Ex kommt das auf Spanisch vor, dass er jeden Tag sich Sachen kauft. Dann habe ich erfahren, dass sein Freund das Schulgeld, was er abgeben sollte, eingesteckt hat und nicht abgegeben hat. Und die Eltern wundern sich, warum immer wieder eine Nachricht kommt, die möchten auch endlich mal das Geld bezahlen. Meine Ex hat die Befürchtung, dass der Große das bei mir jetzt auch gemacht hat, dass er das Geld geklaut hat, für sich ausgibt und nicht in der Schule abgegeben hat, weil ich eben auch keine Quittung erhalten habe. Und meine Ex meinte halt, die Lehrerin, die in der Schule, mit der sie gequatscht hat, die gibt immer eine Quittung raus. Ja. Jetzt hat sie halt die eine Mutter von dem Jungen eingeladen, dass die mit dem Großen zusammen das Gespräch führen. Warte, Flashpoint, mandalorianische Räuber. Nee, das will ich nicht machen. Ja, die wollen warte kurz, warte kurz. Das mit dem Flashpoint, das ist die für 4. Den hatte okay. Ich auch schon angenommen. Okay. Wollen sie halt die Kinder zur Rede stellen, dass sie sich nicht gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, deswegen alle Bäder auf einen Haufen. Und ich habe zu meiner Ex auch schon gesagt, wenn der Kerl sich getraut hat, das Geld, du warst ja dabei, als ich das zurechtgepackt habe und alles, wenn der Kerl sich getraut hat, das Geld einzustecken und nicht abzugeben, nicht abgegeben hat. Schnapp ich mir den Montag, zieh mit dem hier durch die Stadt, gehe von Geschäft zu Geschäft und frage, wo er nach der Schule 1-2 Stunden aushelfen kann, damit er das Geld wieder reinholt. Weil ich werde nicht nochmal 45 Euro berappen für den Kerl, wofür er sich Energy, Chips, Süßigkeit und weiß der Geier, was für ein Scheiß alles kaufen tut. Und die 45 Euro hat er mir dann auszuhändigen und dann darf er weiterarbeiten, bis nochmal das Geld für die Schule zusammenkommt. Und da bin ich dann eiskalt, weil der weiß ganz genau, wenn er mich beklaut, der hat hier nichts mehr zu lachen dann.
Jetzt bin ich gespannt. Die Kiddies sind vor einer Stunde bei der daheim angekommen. Angeschrieben habe ich den Kerl nicht. Sollte ich nicht machen. Habe ich mir auch bis jetzt verkniffen. Jetzt bin ich gespannt, wenn die Freundin von ihr mit dem Kind da ist, was dabei rauskommt. Die Hortleiterin, die hat meine Ex heute angerufen. Ja, die hat ihn dabei erwischt, wie er klaut. Ja. Ist geil, ne? Obwohl, ich sag mal so, ich war genauso in irgendeiner Altersphase, dass ich neu geklaut habe, aber... Das geht bei dem schon seit ein paar Jahren so. Ich war ja noch mit meiner Ex zusammen, hab ich dir Oma erzählt, wo er ihr die 20 Euro geklaut hat, wo ich mich dann noch stark gemacht habe und ihr das Geld aus meiner Tasche wiedergegeben habe. Und ich kapier das nicht, warum der so abgerutscht ist in den 3-4 Jahren. Der, meine Ex beklaut er ja ständig. Ich hab auch gesagt, die kannst du beklauen, wie du willst, ist mir scheißegal. Wenn du mich einmal beklaust, weißt du ganz genau, was passiert. Du kannst deine Pfoten den restlichen Tag nicht mehr bewegen. Da, egal wie alt der Kerl ist, ich nehme die Hand und ich fatsch da mit voller Wucht drauf. Da kann er froh sein, dass er von mir nur dann auf die Hand gefatscht kriegt. Der kennt die Videos, wo in anderen Ländern den Leuten die Hand abgehackt wird. Aber anscheinend hat er das auch wieder vergessen. Aber, boah, ich habe heute das ganze Kinder zum ersten Mal nach Briefumschlägen abgeguckt. Keine gefunden, habe auch nicht irgendwie ansatzweise irgendwas Geldmäßiges gefunden, außer 5, 6 Cent. Aber wenn der sich getraut hat, mich zu beklauen, boah. Ich kann dann jederzeit sagen, dass der nicht mehr hierher kommen darf. Mein Ex wollte halt auch schon die komplette nächste Woche zu Hause behalten, ne? Wo ich gesagt habe, ne, solange das noch nicht feststeht, kommt der zu mir. Und wenn er bei mir ist, das rauskommt, dass er mich beklaut hat, dann ist hier sowieso erstmal die Luft am Brennen und dann darf der Kerl erstmal mit 12 Jahren arbeiten gehen. Da bin ich eiskalt, ey. Da kann mich dann von mir aus auch jeder x-beliebige als Rabenvater hinstellen. Ich habe meine Eltern nicht einmal beklaut in den 18 Jahren, wo ich bei denen gelebt habe. Das habe ich mir gar nicht getraut, weil ich wusste ganz genau, mein Stiefvater, der schlägt mich windelweich. Der hat mich mit 12, 13 so windelweich geprügelt, dass ich mir vor Angst eingepisst habe. Und da stehe ich offen und ehrlich dazu. Weil sowas einfach nur scheiße ist. Von einem Erziehungsberechtigten zu dem Zeitpunkt so vermöbelt zu werden. Aber der Kerl, der überspannt den Bogen seit Jahren. Jetzt lasse ich mich einfach mal überraschen, was bei rumkommt. Also ich hätte vieles erwartet, aber eigentlich nicht das. Ich erwarte auch vieles von dem. Genauso mit dem Handy mittlerweile glaube ich auch nicht mal mehr, dass die Freundin das oder die Ex-Freundin geschrottet hat, sondern dass er es kaputt gemacht hat und es einfach nur auf jemand anderen schiebt. Und ich habe ihm gesagt, ich gehe am Montag auch mit ihm zu ihren Eltern und da wird sowieso alles rauskommen dann. Wenn er mich da dann auch noch belogen hat, dann war es das für die nächsten Monate, dass er zu mir kommen durfte. So, kann er dann bei seiner Mutter bleiben? Da muss ich halt die 50 Euro für eine Monatskarte ausgeben und meine Tochter hoch zur Schule bringen. Aber das nehme ich dann in Kauf. Da könnte ich zur Wildsau werden, wortwörtlich. Ich muss dahin. Wie komme ich denn dahin? Hier soll ein Weg lang gehen. Willst du mich veröppeln? Der ist da bestimmt wieder unterirdisch. Ja, da haben sie mich gesehen. Ah!
Arbeit. Oh, ich habe heute Vormittag einen guten Morgenstream mal wieder abgehalten nach langer Zeit. Gesehen. Hab ja auch morgen geschrieben. Illegales Medikament. Danach, also ich habe nach 2 Stunden dann ausgemacht und da dachte ich mir so, naja, komm, zockst du noch eine Runde Elder Scrolls. Ich hatte null Bock irgendwie auf das Spiel. Ich hab's kurz angemacht, hab eine Quest erledigt, habe ich wieder ausgemacht. Irgendwie die Lust war raus zu dem Zeitpunkt und ich habe den Anruf erst Nachmittag gekriegt. Na gut, aber das ist ja noch nicht mal ein Grund. Ja, ich weiß auch nicht, was der Grund heute Vormittag war. Ich habe dann auch PC komplett ausgemacht, vorher halt noch den Stream runtergeladen für YouTube und habe mich dann aufs Sofa geschmissen, Laptop noch meine Serie geguckt, ein bisschen mit meiner Stalkerin geschnackt. Und dann habe ich mich irgendwann hingehauen, weil ich auch so knülle war. Ich habe die Nacht halt um bloß 3 oder 4 Stunden gepennt. Level 24er Monster, okay. Jo, heute Nachmittag. Man wagt es sich kaum zu glauben. Ich war, dadurch, dass ich mich halt mit Zeit Schien geschmissen habe, so hellwach um Enze. Ich habe mich hingesetzt und habe erstmal Boom Simulator geschnitten. Ja, das geht ja schnell. Es waren nur 2 Folgen. Und ich glaube, eine Folge hat 20 Minuten groß gerendert. Gefangener. Wie viel muss ich befreien? Ich habe getan, was ihr wolltet. 4. Rette die Gefangenen. Und dann irgendeine Dingsbums-Aufgabe. Besiege die Streitkräfte der Zwillingssonne. Okay. Fahrrad herausfinden. So, ich das werde euch nicht enttäuschen. Oh, das Scheiße sind jetzt hier mit Sternen. Der hält so viel aus. Ich fasse es nicht, dass ihr hier seid. Oh, ich weiß, ich bin so gut.
hab keinen Bock, hier 40 Leute umzuballern. Warum muss ich das machen? Alter, was war das denn? Wer hat mich hier weggebounced? Der Drecksack. Traut sich der was, ey. Ja komm, du bist befreit. Hat tschüss. Hat mein Vater euch geschickt? Dein Vater? Nö, war er nicht. Mal schön von hinten in mein Held. 3 von 4. Ah, dein Held, ich weiß, ich bin so gut. Könntest du dich ja mal bedanken bei mir so mit Naturalia. Tanz ist gelungen. Tank? Meinst du hier mein Mitstreiter, dass der jetzt Tank durch die Gegend fährt? Das. Ich hasse es nicht, dass ihr hier seid. Wow. ich muss erstmal das hier machen. Da geht wieder Angriffskraft flöten. Hier gehen 2 Werte weg. Also das hier ist allgemein meine Skillung. Da. Ich habe Wachsamkeit hier oben ausgewählt. Ne, ich habe Schaden ausgewählt, nicht Tank. Ach komm, ich
will. Oh, jetzt brauche ich das mit den 40 Umnieten nicht mehr machen. Cool. Geh mal dahin. Ich muss trotzdem mal ganz kurz raus haben. Wenig Schaden, Gear zu low. Ja, ich weiß auch nie. Also mein Lichtschwert macht 178 bis 267, mehr kann ich da momentan nicht auswählen, weil entweder ich fliege zur Flotte zurück und tu mir Verbesserungen holen, da habe ich momentan keinen Bock drauf. Und das macht mehr als mein Schwert, also ja. An dem könnte es nicht liegen. Hier habe ich eins mit ein MK2 Paket mit plus 29 Angriff, hier auch nochmal eins mit plus 29, hier unten habe ich was mit plus 6 Angriffskraft, hier ist Angriffskraft plus, da ist Angriffskraft plus, hier ist Angriffskraft plus, da ist Angriffskraft plus, eigentlich fast überall bei 80% meiner Ausrüstung kriege ich Angriffskraft dazu. Vielleicht ist genau das der Fehler, dass du nur angriffst, aber nichts aushältst. Nee, Verteidigung ist ja auch mit dabei. So ist es nicht. Ich halte ja gut was aus. So, hier sind wieder Solarzellen. Und scheiß fliegende Ratten. Geonosianer. Ja, fliegende Ratten, sag ich doch. Aber fliegende Mücken. Ey, ganz ehrlich, ich google jetzt nach dem Ei. Star Wars Tor Ei ausbrüten. Pet Guide zu Oros. Was? Mysteriöses Ei, verlorene Insel, Archiv Star Wars, bla 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 bla. Plus Haustiere, wäre es gewesen, ausbrüten, wie jedes Ei so muss. Okay, hier haben wir was. Wie jedes Ei muss auch dieses ausgebrütet werden. Dafür müsst ihr nach Tatooine reisen. Ihr besorgt euch dort den Erfrischt- und Genährt-Buff von den Feuchtigkeitsvaporatoren, Wasserzugangskonsole im Junland. Und fahrt anschließend ins Dünemeer. Dann müsst ihr nur noch nach einer starken Hitzequelle suchen und findet ihr die bei das. Ich lasse das mal offen. Und so eine Quelle kann ich dir zeigen, wenn du sie noch nicht findest. Ja. Und was meinst du mit am besten Flashpoints? Im Leveln wahrscheinlich. Ich will ja nicht. Das, mein Hauptaugenmerk mal liegt ja nicht auf dem Leveln. Ja, ich weiß. Das wieder was. Vielleicht will er sagen, wenn du besser levelst, machst du natürlich auch mehr Damage. Weil du dann höhere Stufe bist. Ja, kann ich mir auch bessere Sachen holen, klar. Aber hier ist das Max Level 29, ich bin 46 und viel mehr Damage mache ich dann auch nicht. Ja. Hier ist das Dünenmeer und bei Junland hieß stand da, ne? Im Junland, ne, genau, da bin ich. Ich habe hier Solarzellen, aber die zeigen nach oben. Wie jede andere. Ja, ich habe hier Koordinaten, ne, wo also ich das dann finde. Ich muss nur so ein Vaporata Ramalama Dingsbums finden, ne? Laboratorenquelle? Im Junglanddings, da bin ich ja gerade. Wie sehen die denn aus? Sag mir das mal. Wie ein abgedeckter Brunnen. Gesundheit, wie was? Wie ein Brunnen von der Ründung her, nur er hat einen Deckel rum drauf. Abgedeckter Brunnen. Ja, hab ich da aber schon mehr als genug gesehen. Und da gibt es dann so eine kleine Stelle, so eine Art Tastatur oder Bedienung mit zwei Knöpfen, mit der man interagieren kann. Okay.
Okay. Ich sehe, hier wächst Grünzeug in der Wüste. Blaue Nährknospe. Das ist ein einziges grünes Ding. Also, ja. Pico hat gar nicht drauf geantwortet, ob er noch da ist. Das ist wahrscheinlich nicht. Ich würde nämlich auf den Server lassen, tatsächlich. Wenn ein bisschen Action entsteht. Welchen Server lassen? Minecraft. Hat er doch gefragt, ob er mitspielen darf. Ich glaube, da war ich nicht bei, oder? Nö, warst du auch nicht. Da hatte ich mal Ruhe vor dir. Apropos, ich habe gestern noch eine Nachtschicht eingelegt. Du, das habe ich mir gedacht. Dass ich wenigstens auf plus minus 0 komme und das hat ewig gedauert. Was ist so? So, hier habe ich so eine Art Bunkerding im Sand mit einem Loch oben drin. Da ist keine Konsole zum Anklicken. Häuser, hier sind irgendwelche Dinger nach oben. Hier laufen Ratten rum. Hast du eigentlich schon Holocron gefunden? Ich? Ja. Eins. Welches? Gleich am Anfang in dieser das Stadt da. Hab ich auch. Mehr habe ich noch nicht. Das zweite habe ich auch, da kommst du auch von der Junglandwüste ran. Ja. Das kann ich dir dann später mal zeigen. So, ich habe jetzt hier so ein großes rundes Ding, aber das sieht aus wie ein Bunker. Ist nix. Nee, das ist viel zu groß. Das ist so groß wie dein Gleiter. Größer ist das gar nicht. Ach du Scheiße. Oder? So groß wie der Gleiter? Ungefähr. Wie welcher Gleiter? Deiner oder meiner? Deiner, weil der so kompakt gründlich ist. Cool. Das macht es ja jetzt voll einfach, so ein Ding zu finden. Was ist das hier? Das meins war in einem Innenhof. Das ist ein Blaster. Also muss ich jetzt bei solchen Häusern lunzen. Könntest du mal kurz die große Map öffnen? Weil irgendwie bist du meiner Meinung nach in einem ganz anderen Gebiet als ich. Ich bin ganz oben von der Junglandwüste. Warte. Musstest du gleich sehen. Warte mal, bei mir war das dann aber. Ich weiß gerade nicht, ob Mos Eisley oder. Mos Eisley gibt's hier gar nicht. Mos Illa Eier. Iia? Mosi Eier, okay. Ja, das ist da unten. Entweder da, wo wir. Wo sind wir angekommen? Ganz am Anfang. Nicht hier. Ganz am Anfang sind wir. Wo sind wir angekommen? Mos Illa. Mos Illa. Ne, ich muss sie aber hier finden. Steht ja da. Okay, ich hab das da. Weil gefunden. Ich mir hier diesen Buff holen muss. Dann kann ich den leider nicht weiter. Wow, toller Teamkollege. Dann hast du jetzt die Aufgabe, eins zu suchen für mich. Vorher ich bin darfst in einem ganz anderen Gebiet. Vorher darfst du nicht weiterspielen. Das verbiete ich dir. Ne, die sind's auch nicht. Ne, das ist kein Holocron. Warte mal, hier war ich doch auch schon mal.
Beep, 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 beep. Wie ein abgedeckter Brunnen. Hier ist sowas Kleines. Sieht aus wie ein halbes Ei, was aus der Wüste, aus dem Sand glotzt. Kann ich aber nicht interagieren mit. Das ist so viel zu groß. Was zum Teufel? Okay. Feuchtigkeitsvaporatoren. Ich dachte immer, die Feuchtigkeitsvaporatoren wären viel größer. Nicht so klein, dass man die gar nicht sieht. Oh, wenn ich jetzt da lang fahre, muss ich wieder kämpfen. Ach komm, scheiß drauf. Fucking Kristall für den Beruf. Das war die wunderschöne Mission, wo ich gestorben bin. Leck mich, Mission. Weil wie lange reicht denn dieser Buff dann überhaupt? Der hat bestimmt immer wieder eine Abklingzeit. Er hat. Mir wurde zwar nichts angezeigt, aber ich glaube schon, dass der eine Abklingzeit hat. Wenn ich jetzt hier ein Kind finde, dann fahre ich echt nochmal zum Start zurück. Na, hier unten ist auch nix. Ich habe nur einen Beruf. Was meinst du jetzt aber mit den Flashpoints? Du schreibst immer so in 3-4 Wörtern, dass man da nicht wirklich laut raus wird. Zumindest ich nicht. Ich bin von der älteren Generation, da muss man schon sich ordentlich ausdrücken. Es ist ja genauso, wenn mein Sohn ankommt mit irgendwelchen Kürzeln für Wörter, da sage ich, oh, mein erstes Mal auf Deutsch reden mit mir. Bevor er mit seiner Jugendsprache kommt, verstehst halt kein Wort. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute.
Ich komme nach Ila, komme ich gar nicht zurück. In welcher Stadt? Ich bin gerade bei einem Außenposten. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Mos Ila, da sind wir gelandet. Oder war das Anchorhead? Warte, die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich stieg jetzt mal nach Anchorhead. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Deinen Ruf. Da kannst du mit den Gruppenfinder joinen. Minimap rechts unten. Ja, Flashpoints mache ich ja nicht, hatte ich ja schon gesagt. Und wenn dann nur so Story-Flashpoints, wo man auch alleine durchrattern kann. Ah, okay, wir sind hier, wo ich jetzt lande, in der Stadt gespawnt. Anchorhead. So, und hier soll jetzt ein zugedeckter Brunnen sein. Der aussieht wie ein Penis. Und wo genau hier? Ohne den Stream zu schauen? warum? Weil das so ist. Ich hab da jetzt keinen Bock auf solche Gruppensachen. Nicht meine beste Arbeit. Und das muss man so akzeptieren, weil ich spiele, wie ich möchte und nicht, wie andere das wollen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Warum sollte ich spielen, wie andere das wollen? Das ergibt ja keinen Sinn, das macht mir dann keinen Spaß. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Weil ich glaube nicht, dass du so spielst, wie andere das von dir verlangen, und du spielst auch, wie du möchtest. Und abgesehen davon, wir sind jetzt gerade mal hier auf dem Planeten gelandet, warum sollten wir ihn gleich wieder verlassen? Ja. Ich mache hier jetzt ganz in Ruhe die ganzen Quests, dann die Story-Mission. Wenn wir den Planeten verlassen, wird uns ja manchmal eine Flashpoint-Mission angezeigt. Ja, das ist dann ist aber Story-bezogen dann. Ja, aber die kannst du ja auch wiederholen. Ob die hier jetzt Story-bezogen ist, keine Ahnung. Aber wenn die für 4 Personen ist, glaube ich es mal eher weniger. Die du, na, siehste. Du spielst auch, wie du willst. Also, warum sollte ich da jetzt so eine Flashpoint-Kacke machen? Wortwörtlich. Und ich hab viele Leute muss man auch. Ich hab mit. Ja, genau. Und. Bei mir bist nur du online. Sidalia weiß ich momentan nicht, welches Level er ist und ob er überhaupt auf dem Planeten ist. Aber da hätten wir schon die dritte Person. Ja. Ey, Daku, ich finde hier nicht so ein Ding, was aussieht wie ein zugedeckter Brunnen. Verarschst mich doch gerade. Du willst doch nicht, dass ich wieder level, damit du wieder 10 Level Vorsprung hast. Wo ist die Katina? Weißt du das? Ich muss mich da halt gerade per Map zurechtfinden und das ist schwerer, als es aussieht. Was ist das? Ist ein hinter mir irgendwo. Warte mal, lass mal kurz. Ah. Du hattest kurz die Map offen, ich weiß ja, nicht. Ja, ich fahre gerade zur Kantina hin. Da ist ein Loch in der Wand. Da ist ein Loch in der Wand. Loot. Nee, nur Mobs. So, eins Eik ist bei Cantina. Jo. Fahr jetzt um die Cantina drumrum.
sowieso eine riesen Verzögerung bei dem Stream, glaube ich. Aktualisieren einmal. Das hilft manchmal. So, ich stehe jetzt vor der Kantina. Meist laufe ich meiner Frau, die ist ein guter Healer. Ich spiele alleine. Ich habe keine Partnerin, mit der ich spielen könnte. Kannst du mal die Map öffnen, wo du gerade stehst? Vor der Kantine? Wie oft noch? Sieht das für mich nicht wie die Kantine aus, die ich meine. Hier drinnen sind wir, haben wir angefangen im Raumhafen. Und da steht ganz fett Kantina. Sag doch einfach auf der Map, wo so ein Kackding sein soll. Du wirst es doch wissen. Ja, du wirst es doch wissen. Du vergisst auch wichtigere Sachen als das da. Und ich habe das ja halt auch schon wieder vergessen. Das Ding war in irgendeinem Innenhof. Es war nicht auf dieser zentralen Straße, wo du die ganze Zeit dich bewegst. Es war ein Innenhof oder so ein Durchgang mit so einem kleinen Torbogen. Und dann kommt man halt direkt da drauf zu und da habe ich das halt dann gesehen. Der war auch wirklich nur klein, dieser Innenhof. Das war fast schon nur ein Durchgang. Das muss ich später auch nochmal zurückreißen. Bin nur gerade am Arsch der Welt, wortwörtlich. Du hältst mich nur ab vom Spiel. Apropos, erstens, weil wir gerade vom Spielen reden. Es sind immer noch 3 Level Unterschied, Darko. Ich verstehe das immer noch nicht. Trotzdem, du spielst gerade wenigstens. Ich stehe rum und schau dein Stream und überleg, wo die Scheiße war. Ich spiele nicht, ich fahre rum und such den Rotz, den du mir angibst. Das Einzige, was ich eingrenzen kann, ist eher die Südhälfte der Map gewesen. Ja, bin ich ja fast da, ich muss mal ganz kurz. Wie bin ich hier nochmal hochgekommen? Ich wollte nochmal zu dem Jedi-Knall kommen. Okay, Südhälfte sagst du. Könntest du nochmal die Karte öffnen? So eine Idee, glaube ich. Wenn du das siehst, ich fahre nämlich nebenbei. Ja, schon. Ah, jetzt. Ich hatte die Überlegung, ob das entweder im Innenhof direkt unter der Kantina ist, also südlich von der Kantina ist ja so ein größerer Hof. Ja. Brauchst gerade noch nicht hinfahren, oder? Nee, ich werde da aber gleich hinfahren, weil hier ist die Landezone von dem Dingsbums. Und da gibt es nirgendwo einen Innenhof. Wasserzugangskonsole. Hä, die Dinger gibt's doch überall! Leck mich am Arsch, ey. Die Teile gibt's überall! Ey, du bist offline?
Okay, ich habe die Feuchtigkeit. 30 Minuten. Okay, jetzt ganz schnell. Zurück zum Gleiter. Okay, Darkus, Internet scheint weg zu sein. Dazu muss ich ehrlich sagen. So, und dann habe ich bestimmte Koordinaten, wo ich hin muss. Koordinaten minus 2, 3 und 4, 1, 4. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich muss auf jeden Fall erstmal dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Jo, Darko ist raus aus dem VC. Dann kann ich ja mal gucken, wer guckt denn alles zu? Ah, Pico ist nicht dabei, schade. Schade, schade, Schokolade. Ich muss mir die kurz noch schnell aufschreiben. Minus 2396, 2396 und 414. Damit ich ihn jetzt mal raustappen muss. So. Oh nein, der Darko ist wieder da. Hört man mich? Ja. Okay. Was war los? Internet weg? Ja. Entschuldigung, musste sein. Ich bin schadenfroh. Ey komm, ich bin normalerweise ja auch schadenfroh in Person. Du das kennst du von mir. Ey, ich hab dieses Feuchtigkeitsding gefunden. Die gibt's überall. Wieso kann man das nur dort anklicken? Aber es war in so einem Durchgang, oder? Ja. Oder habe ich kompletten Bullshit gelabert? Nee, das war wirklich unter der Kantina dort. So, und ich habe nur 30 Minuten Zeit und jetzt nicht mehr 30 Minuten. Jetzt habe ich noch 27 Minuten. Wo ist meine Maus? Da. Und jetzt zu den Koordinaten minus 2, 3, 9, 6, 4, 1, 4. Wo ist denn das? Minus 2, 3 und 4, 1, 4. Alter, das ist ja irgendwo hier unten. Da war ich schon. Da war ich schon. Den habe ich schon gesehen. Da weiß ich, wo ich hin muss. Da gibt's Feinde. Ja und? Wir werden kurz weggeklatscht und fertig. Ich weiß, ich habe eine große Klappe. Ich weiß ja nicht mal, von welchem Ort du redest. Also. Ist vielleicht doch gut. Dort wirst du nie hinfahren, weil es dort nie eine Mission gibt. Und ich kenne dich. Du deckst die Maps nicht auf. Doch. Aber nee, na schau, da habe ich auch nicht komplett auf. Siehst du? Ich deck die Maps komplett auf, aber es gibt immer wieder einen Bonus. Ja, guck, die XP heimse ich mir halt noch nicht mal ein. Und trotzdem musst du heimlich gespielt haben, weil du 3 Level über mir bist. Aus 1 macht 3. Das ist schon creepy. Moment, ich krieg einen Anruf. Ja. Nasat? Hallo? Bist du gemutet? Nein, sie sind beim Herrn Nasat. Genau. Okay. Wird nicht gehen, weil ich habe alle 3 Kinder hier. Wir haben auch momentan mit dem Großen
sehr große Schwierigkeit, ne? Nee, dann steht meine Wohnung im Brand und meine Ex-Frau ist ja Arbeit, ne? No. No, und ich weiß ja jetzt nicht, wegen schulgeldmäßig fällt da irgendwas an, weil wir bis jetzt noch nichts bekommen haben. Okay. Ja. Na, wenn sie das dann wenigstens nach dem Elternabend dem Jason ins Hausaufgabenheft oder Muttiheft schreiben würden, wäre das perfekt, weil dann könnte ich das Geld auch zeitnah mitgeben. Alles klar. Boah, kein Problem. Danke. Ja, ebenfalls, danke. Danke, tschüss. Okay. Hat man mein Gespräch mitgehört. Wollte ich fragen, ob du gemutet bist. Nö. Ging nicht so einfach oder so schnell. Nee, war Lehrerin von meinem Mädels. Ne? Die wollte eine andere Mutti anrufen und hat mich dann erreicht. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sein, dass ich diese Aufgabe. Und da das wichtig ist, das hat sowieso Vorrang vor allem anderen Scheiß bei mir. Weil es um meine Kinder geht. Ist es mir auch egal, ob man das dann im Stream und dann auch noch bei YouTube hört. Okay, wenn es bei YouTube hört, da ist eh schon wieder, ich glaube, neuer. Ich weiß gar nicht, wann. Das ist jetzt die zweite Folge. Ich bin jetzt bei 2 Stunden 4. Das ist die zweite Folge von dem heutigen Stream dann. Ja. So. Hier unten ist nämlich genau das, wo ich hin muss. 2424 Dingsbums. 396. Schade, dass man keine Marke ersetzen kann. 414, ja. Das ist dieses komische Gerät dort, was so viele Solarpanels dran hat. Oder Solarzellen. Und die sind Stufe 27. Da ist es. Und das Teil muss ich halt. Glaube ich zumindest, dass es ganz viele Zellen. Was muss ich jetzt machen? Ich kann damit nicht interagieren. Und ich glaube nicht, dass hier oben irgendwas ist. Nö, da sind nur Monster. Oh, leck mich doch. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal aufrufen. Ich krieg das Kotzen gerade. Im südlichen Teil der Karte, dort seht ihr euch unter die Sonne. Dort stellt ihr euch unter die Sonnenkollektoren. Kurz daraufhin sollte der Nachwuchs, du hast eine starke Hitzequelle betreten, dein Ei zeigt Lebenszeichen erscheinen. Was? Ah, hier. Dann müsst ihr nur noch auf das ungewöhnliche Ei in eurer Tasche klicken und schon habt ihr einen winzigen, kleinen, grünen Vogel. Als Gefährten, ich weiß nicht, ob das ein Vogel ist. Drinnen bewegt sich etwas. Wenn du eine starke Hitzequelle hättest, könntest du das Ei ausbrüten. Hab ich doch! Wahrscheinlich, dann müsst ihr nur noch auf das ungewöhnliche Ei in eurer Tasche klicken.
Ich klick drauf. Passiert nichts. Jetzt! Und jetzt? Warum krieg ich Damage? Oh, lol, das ist zu heiß hier unten. Ich bin tot. Hä? Das verstehe ich jetzt einfach mal null. Da! Da ist der Piepmatz! Ein Orosittich! Oh, ist der niedlich! Oh, ist der putzig! Hey, du kleines Arschloch! Hey, rennt man nicht weg? Ich nenne dich... Wie nenne ich dich? Geh weg, Altua! Sag mal, der soll nicht an deinem Hintern riechen, ne? Alter. Alter, du nervst gerade. Schick dich jetzt mal kurz weg. Wie nenne ich dich? Fliegi haben wir ja schon. Robi haben wir auch. Hm. Stufe 29 Kreatur. 575 Leben bloß. Okay. Ich hab da einen kleinen Mitläufer. Komm, put, 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 put. Ja, komm. Ist das cool. Kämpft der auch? Oder weiß ich nicht. Nur? Weiß ich nicht. Der sieht aber übelst putzig aus. Ich hoffe, der wächst noch. Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz gucken. Nicht hier. Haustiere. Ich habe jetzt drei Haustiere tatsächlich. Kann ich alle rufen? Hey, wo ist mein kleiner Arschi hin? Ach komm, was war denn das? Das ist immer P, muss ich mir mal merken. Ah, nee, wenn ich den nehme, gehen die anderen zwei weg. Schade. Zufälliges Haustier rufen, zufälliges Transportmittel aktivieren. Ach so, weil ich so viele habe. Ah. Warte mal, ich habe eine Schnellreise hier aktiv. Bringt dich zu einem bereits entdeckten Bindepunkt, nicht im Kampf einsetzbar. Leute, ich habe die Fähigkeit Schnellreise. Cool, habe ich noch nie benutzt. Oh, der ist knuffig, den will ich behalten. Was sind das hier unten jetzt? Oh Gott, solche Fratzen schon wieder sehr. Was sind das hier? Besiege Bringing Helk. Pirat. Nee, da bin ich gestorben, vergiss es. Wir reisen mal dorthin. Eh gleich wieder eine Pause einlegen. Oh Gott. Hey, hier war ich doch heute schon mal. Hier musste ich doch den Padawan finden. Okay, das ist... wie nennt man das? Blutprobe für den Piepmatz? Wenn er den ersten Kampf bestreitet? Egal. Ich mache eine ganz kurze Pause und bin gleich wieder da.